Hallo zusammen und damit heiße ich euch wie üblich herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche gibt es einen Reload aus der Zeit, als ich euch noch nichts zu den Orten erzählt habe. Grund genug, das jetzt an dieser Stelle mal endlich nachzuholen. Mehr zu diesem Ort erfahrt ihr aber alle gleich von mir in den kommenden Minuten. Spitzt also eure Ohren und schaut auf jeden Fall nach dieser Folge auf meinem Kanal, wenn euch das Thema verlassene Orte hier im Osten Deutschlands interessiert. Ich wünsche euch nun viel Spaß und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeige ich euch die letzten Überbleibsel der ehemaligen VEB Metallgusswerke Leipzig oder besser bekannt unter Hallbergguss. Die Aufnahmen sind recht überschaubar, also lege ich direkt los und werde auch nicht allzu tief in die Materie hineintauchen. Sollte euch das Thema mehr interessieren, dann schaut auf jeden Fall mal in die Infobox. Der Namensursprung der Firma geht auf Fürst Friedrich Wilhelm von Nassau-Saarbrücken zurück. Als dieser 1756 das Schmelz- und Hammerwerk, man spricht auch vom Hallberger Werk, am Fuße des Hallbergs in Brebach, einem Stadtteil von Saarbrücken, errichtete. Vermutlich lief das Unternehmen unter diesem Namen zusammen mit der später hinzugekommenen Hallberghütte bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg unverändert. Auf der anderen Seite Deutschlands hingegen produzierte seit 1934 die Metallguss GmbH Bölitz-Ernberg verschiedene Gusserzeugnisse aus dem Leipziger Westen heraus. Am 12. August 1948 wurde die Anlage zum GUS, Vereinigung volkseigener Betriebe, Guss- und Schmiedeerzeugnisse Leipzig, verstaatlicht und eingegliedert. Das hatte natürlich was mit der Rüstungsindustrie im Zweiten Weltkrieg zu tun. Am 14. März 1951 erfolgte dann die rückwirkende Umfirmierung zum VEB Metallgusswerk Leipzig. Diese war bereits mit Jahresbeginn in Kraft getreten. Zu den Erzeugnissen zählten Gusseisen, Stahlguss sowie Gießereisande, aber auch Kolben für die Fahrzeugindustrie. Ab dem 1. Januar 1970 bis zum 31. Dezember 1978 war das Metallgusswerk Stammbetrieb des VEB Metallgusskombinates Leipzig. Die hier gezeigte Villa diente vermutlich schon in diesen Tagen als Sekretariat, vielleicht aber auch als Hauptsitz der Verwaltung. Mit der Wiedervereinigung 1990 glückte tatsächlich die Reprivatisierung zum Metallgusswerk Leipzig GmbH. 1993 übernahm die mittlerweile in französischen Händen liegende Hallbergguss GmbH aus Saarbrücken auch das Werk hier in Leipzig. Nachdem das Leipziger Werk mehrmals kurz vor der Insolvenz stand, meldete die Firmengruppe 2019 einen hohen Stellenabbau. 200 Mitarbeiter mussten in der Folge gehen und seit Ende September 2020 ist tatsächlich Schluss mit Gusserzeugnissen aus Leipzig, wobei der Rest der Firma schon Monate vorher nicht mehr produzierte. Die hier gezeigte Liegenschaft war vermutlich schon ab den frühen 2000ern nicht mehr wirklich in Nutzung und ihr seht selbst, viel gab es nicht zu sehen. Denkmalschutz ist nicht vorhanden oder zumindest fand ich dazu keinen Eintrag. Das ursprüngliche Metallgusswerk in Bölitz-Ernberg ist mittlerweile komplett abgerissen. Vor Ort soll in Zukunft ein Gewerbeviertel entstehen. Mal sehen, was tatsächlich passiert. Ich bin gespannt.
Ich verabschiede mich jetzt noch von euch mit einigen Bildern. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch auch diese kurze Folge gefallen hat. Ansonsten schaut ihr gerne auf meinen Kanal, da findet ihr noch deutlich mehr zu diesem Thema. Es lohnt sich also, mal reinzuschauen und vor allem zu abonnieren. Bleibt mir gesund und munter. Wir hören uns demnächst. Macht's gut, bis bald und ciao.